Hier in Paris ist der menschenverachtende Hass des sogenannten Islamischen Staates schon angekommen. Wir haben die Hauptstadt der Unzucht getroffen, haben die Attentäter gejubelt. Was sind die Hintergründe des IS? Wie entwickelt er sich weiter? Muss man diese Hintergründe kennen, um zu verstehen, was noch auf Europa zukommen kann? Das möchte ich besprechen mit Florence Gaub. Sie ist Politologin und politische Analystin und Nahost-Expertin. Wir müssen diese Hintergründe kennen, sonst können wir nicht verstehen, was da passiert. Die Ursachenforschung ist jetzt viel interessanter als die Frage, was passiert ist. Wenn wir verhindern wollen, dass es nochmal passiert, müssen wir erstmal verstanden haben, woher es gekommen ist. Gibt es ein Datum, gibt es einen Zeitpunkt, an dem diese Entwicklung des Islamischen Staates, dieser Terrororganisation, ansetzt? Das ist eine interessante Frage, weil natürlich viele würden jetzt sagen 2003, die Invasion des Irak durch die Amerikaner. Aber eigentlich hat es schon in den 80er Jahren angefangen mit der Invasion Afghanistans durch die Sowjetunion. Und dann könnte man noch weiter nach hinten gehen, dann könnte man sich die Frage stellen, wann wurden die Muslimbrüder gegründet, wann hat Saudi-Arabien so viel Öl bekommen, dass es seinen Wahhabismus auf der Welt propagandamäßig verteilen konnte. Also es gibt nicht so eine Stunde Null. Sie müssen sich vorstellen, es ist wie ein Fluss, wo verschiedene Äste des Flusses dann irgendwann zusammenkommen und am Ende einen riesigen Strom ergeben, der jetzt eben der Islamische Staat ist. Da gibt es mehrere Daten, die da reinspielen. Die 80er Jahre in Afghanistan gehören dazu, 2003 gehört dazu, 2001 gehört auch dazu, schließlich Al-Qaida hat 2001 zugeschlagen, aber wurde in den 90er Jahren gegründet. Und natürlich auch Frankreich oder sagen wir mal die europäischen Muslime haben auch ihre eigene Chronologie in der ganzen Geschichte, die wahrscheinlich schon in den 70er Jahren anfängt. Also wenn immer Menschen agieren in eine Richtung oder in eine andere, fließt der Fluss in eine Richtung oder in eine andere und am Ende kommen wir jetzt da raus, wo wir sind. Es gibt nicht ein Datum, was das jetzt alles herbeigeführt hat. Aber ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist ja die Frage, was ist da im Irak passiert? Was ist da im Zweifel auch versäumt worden? Die Amerikaner haben einen Staat hinterlassen, der eigentlich gar kein Staat mehr war und haben aus dem Irak heraus dann zugelassen, dass sich Terror bildet, dass sich sozusagen aus dem Irak heraus dann auch in Richtung Syrien Terror entwickelt. Die Invasion Iraks spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle in dem, was wir jetzt haben. Aber nicht so sehr die Invasion selbst, sondern was passiert ist, nachdem Saddam Hussein von der Macht entfernt wurde. Dazu gehört erstens, dass man ein nominell demokratisches System akzeptiert hat, was aber im Endeffekt die Diktatur der Mehrheit war. Also die Schiiten im Irak, die Mehrheit sind, die numerische Mehrheit sind, haben das ganze System komplett an sich gerissen und kontrolliert. Die Sunniten wurden abgestraft mit der Debasifizierung, der Auflösung der irakischen Armee und so weiter und so weiter. Alles, was übrigens immer noch für den normalen Iraker auf der Straße sich so fühlen lässt. Und gleichzeitig gab es eine komplette Sicherheitsimplosion. Also es gab viele terroristische Gruppen, die im Irak aktiv waren. Rein irakische, aber auch ausländische, wie zum Beispiel Al-Qaida im Irak, was dann später der Islamische Staat wurde, wie Sie sich erinnern werden, in den Jahren zwischen 2003 und 2008 diese wahnsinnige Explosion oder Implosion des Iraks herbeigeführt. Und dann kam der Punkt, wo die Iraker selber, also Maliki, Souveränität genug unter Kontrolle hatten, um zu sagen, die Amerikaner müssen jetzt gehen. Also die Amerikaner alleine sind nicht schuld. Es war auch die Regierung in Bagdad, die gesagt hat, wir wollen, dass die Amerikaner gehen. Aber man hat Al-Maliki machen lassen. Ja, also man hat keinen Einfluss auf ihn ausgeübt. Und er hat relativ schnell klar gemacht, alles das, was sozusagen nicht zu meiner Vorstellung passt, bringe ich im Zweifel um. Ja, weil erstens Obama ein ganz anderer Präsident natürlich war und ist als sein Vorgänger, wesentlich weniger interventionistisch. Er ist auch an die Macht gekommen mit dem Versprechen, aus dem Irak abzuziehen. Es gab eine große Irak-Müdigkeit in der amerikanischen Administration. Also ja, das stimmt alles, man hat ihn machen lassen. Ich würde auch sagen, dass auch wir Europäer ihn haben machen lassen. Also man war eigentlich zufrieden damit, solange es im Irak einigermaßen stabil war, war man glücklich. Und das war auch der Fall bis 2010. Also der Islamische Staat war 2010 nach einer ganzen Serie von Operationen sehr geschwächt, waren vielleicht reduziert auf ungefähr 1000 Kämpfer. Also eine Bedrohung, die existierte, aber die man unter Kontrolle hatte. Dann sind die Amerikaner aus dem Irak abgezogen. Maliki hat weiter sein Ding gemacht. Das Militär, die Sicherheitskräfte waren komplett demoralisiert, politisiert, unterfinanziert. Und dann hat der Islamische Staat
sehr cleverer Weise, in sehr taktischer, cleverer Weise geschafft, Gefängnisse aufzubrechen, seine Unterstützer da rauszuholen, Iraker zu entführen. Dadurch hat man viel Geld gekriegt, auch mit dem Ölschmuggel, das hat auch schon damals angefangen. Und so sind sie zu der Organisation geworden, die sie heute sind. Also eine Kombination aus jemanden machen lassen und ich denke auch aus Bagdads Sicht eine Unterschätzung dessen, wozu die fähig sind. Al-Maliki war jemand, der ganz gezielt und massenhaft Sunniten hat umbringen lassen. Da ist auch der Konflikt, auf den wir vielleicht jetzt auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen müssen. Wir wissen oft nicht ganz genau, was steckt hinter dieser Urgewalt zwischen Sunniten und Schiiten. Was ist das Problem dabei? Wenn man ins 19. Jahrhundert zurückgeht, dann waren die Schiiten, die arabischen Schiiten meine ich jetzt, im Osmanischen Reich eine Minderheit. Also es gab sie im Libanon, es gab sie in Syrien, es gab sie im Irak, also was die Regionen waren, die Länder gab es ja in dem Sinne noch nicht. Und da waren sie als Minderheit unterdrückt. Also sie waren ausgeschlossen von Bildung, von Zugang zur Macht, von Zugang zu Positionen und so fort. Das heißt, zum Beispiel in einem Land wie dem Libanon waren die Schiiten gleichgesetzt mit armen Bauern, ungebildet, keinerlei Einfluss. Und diese Bevölkerungsgruppe ist gewachsen und gewachsen, ohne irgendeinen politischen Einfluss zu haben. Das heißt, sowohl im Libanon vor dem Bürgerkrieg der 70er, 80er Jahre als auch im Irak wurden sie unterdrückt. Und dann kommt 1979 die Revolution im Iran. Iran ist ja also nicht 100%, aber eine überwältigende Mehrheit der iranischen Bevölkerung sind Schiiten. Und da kam dann mit den Ayatollahs an die Macht eine revolutionäre Bewegung, die appelliert hat an Schiiten überall auf der Welt, auch ihr könnt die Umstände ändern um euch herum, auch ihr habt ein Recht darauf, auf Wohlstand, auf Zugang zur Macht und so weiter. Davor haben jetzt die sunnitischen Staaten, die sunnitischen Regime in der Region Angst. Saudi-Arabien vor allen Dingen, aber auch viele andere. Denn wer hat nicht Angst vor einer Minderheit, die unbedingt mehr Macht und Einfluss haben möchte? Und natürlich muss man auch sagen, dass Teheran, also die Regierung nicht von heute, aber von damals, ganz gezielt mit Waffen und Geld schiitische militante Gruppen unterstützt hat, wie zum Beispiel Hisbollah, mit Gewalt an die Macht zu kommen. Und an dem Punkt sind wir eigentlich heute noch so ein bisschen. Die Gefahr oder die Angst besteht immer noch in den Regierungen, dass die Schiiten eigentlich eine fünfte Kolonne sind, ein Feind im Staat, der eigentlich die Regierung stürzen möchte. Und dann obendrauf legt man noch eine Lage Ideologie, also sunnitische, schiitische Theologie. Aber im Endeffekt geht es nicht um Theologie, es geht um Zugang zur Macht. Wenn wir das jetzt mal von der Machtkonstellation sehen, Sie haben ja gerade gesagt, es ist eigentlich vordergründig nur ein religiöser Konflikt, weil der eigentliche religiöse Konflikt, der dahinter steht, ist einer, den man durchaus im Islam übergehen könnte. Es geht um die Rolle Mohammeds. Wenn wir das als reine Machtkonstellation und Auseinandersetzung sehen, dann haben wir auf der einen Seite Saudi-Arabien und auf der anderen Seite Iran. Sehr lange ist Iran quasi ausgeschlossen gewesen. Man hat vor allen Dingen auch über die Problematik der Atombombenentwicklung versucht, den Iran rauszuhalten. In der Zeit hat er aber sich immer stärker terroristisch engagiert und letztendlich ja auch in Syrien eine ganz entscheidende Rolle. Ja, der Iran ist eine hegemoniale Macht, also ein Staat, der die Ambition hat, eine wichtige Rolle zu spielen in der Region. In der arabischen Region und alle Methoden genutzt hat, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, diese schiitischen Gruppen, um seinen Einfluss über die iranischen Staatsgrenzen hinaus zu verstärken. Staaten in der Region, aber auch hier in Europa, haben das immer mit Misstrauen natürlich gesehen, denn Einmischung in die Angelegenheiten anderer ist immer ungern gesehen in der Politik. Die Ideologie, die man dann oben drauf setzt, ist quasi das, was die Leute dann auf der Straße quasi dazu bewegt, mitzumachen. Sie werden schwerlich, wie ob es hier ist oder in Teheran oder woanders, die Leute dazu bringen, zu brennen, einfach für eine Machtfrage oder für einen Machtanspruch. Es muss irgendwie immer so eine Geschichte geben, die einen motiviert. Und da kommt dann der Islam oder die islamische Ideologie oder Rhetorik rein, die verwendet wird. Aber natürlich, wenn man den Koran jetzt auseinanderzerren würde und wirklich reinschaut in die Texte, die dann da sind, dann ist genug Platz für ganz, ganz viele verschiedene Interpretationen, die ja auch stattfinden überall in verschiedenen anderen Ländern.
Der IS hat gerade diesen Konflikt der Religionen sozusagen zum ideologischen Kern gemacht. Er kämpft gegen das Christentum, es kämpft gegen die Kreuzritter. Ist ja auch wieder gesagt worden, gerade im Zusammenhang mit Deutschland und Frankreich, das sind zwei Länder der Kreuzritter. Das ist ein Rückgriff eigentlich auf Zeiten, die wir ja überhaupt nicht mehr präsent haben. Ist das der Versuch, Religion zu instrumentalisieren, um die Bevölkerung, die im Zweifel ungebildeter ist, was die Religion anbetrifft, zu motivieren, hier ist böse, da ist gut? Also eine ganz klare Zweiteilung vorzunehmen. Also erstens, Religionen machen es eigentlich fast immer, dass sie versuchen, die Welt in Gut und Böse einzuteilen, damit wir als Gläubige wissen, in welchem Lager wir sozusagen uns befinden. Aber wir sind ja jetzt die Ungläubigen. Genau, also die Religion spielt ja nicht mehr die Rolle, für uns ja. Sagen wir mal, im Westen. Ja, für uns ja. Aber auch in den, Sie müssen sich mal anschauen, wo der Islamische Staat am aktivsten ist in der Region, ist nicht in den gläubigsten Ländern wie jetzt Saudi-Arabien oder Kuwait oder den Emiraten, sondern in zwei Staaten, die eigentlich vergleichsweise säkular waren durch Baath-Regime im Irak und in Syrien. Das heißt, sie kommen in eine relativ areligiöse Situation, also nicht areligiös verglichen mit jetzt in Paris oder Berlin, aber für die Region schon relativ moderat mit Alkohol und nicht Frauen nicht alle verschleiert und so weiter. Und da ist es dem Islamischen Staat geglückt, eine mittelalterliche Rhetorik zu nehmen und als was fundamental Modernes zu präsentieren und als eine Botschaft des Wandels und der Revolution. Denn ultimativ steht der Islamische Staat dafür. Also einer seiner Feinde sind ja nicht nur wir, sondern auch alle anderen Muslime, die nicht mit ihnen einer Meinung sind. Aber sie sind revolutionär im Sinne, dass sie Wandel, Hoffnung und eine alternative Zukunft anbieten da, wo die semisäkularen, korrupten Regierungsführer einfach nur den Status quo anbieten. Das Gleiche, was wir schon die letzten 20 Jahre gemacht haben, was ja für sie viele Leute gar nicht so toll war. Aber dann, um nochmal Irak und Syrien zu nehmen, wird auch im Zusammenhang mit Syrien immer davon gesprochen, da gäbe es eine Mittelschicht, eine durchaus westlich orientierte, sehr säkulare Gesellschaft. Wie schafft man es denn, gerade diese Leute zu motivieren? Oder sind es gar nicht die, die motiviert werden, sondern möglicherweise die, die abgehängt worden sind in der Gesellschaft? Also die meisten, man darf nicht verwechseln, die unter islamischer Staat Regierung momentaner Kontrolle leben, in Raqqa oder anderswo in Syrien, und die aktiv dabei sind. Also von den ungefähr 40.000 Kämpfern, die der IS hat, sind die große Mehrheit Iraker. Das heißt, das ist in erster Linie die Frage, die Sie mir stellen, bezieht sich vor allem auf die irakischen Sunniten, die ausgeschlossen wurden, absolut vom System. Und nicht nur die ausgeschlossen wurden, sondern die keine Chance hatten, zur Schule zu gehen in den Jahren nach 2003, weil die Gewalt viel zu hoch war, also keine Ausbildung. Dann die meisten Jobs im Irak sind in der Regierung. Da wurde man auch ausgeschlossen, weil man ja Sunnit ist. Dann geht man demonstrieren, so wie man es in Demokratien eben tut, so wie der Stammesführer es einem nahelegt, und wird dann nach Monaten der Demonstration von der irakischen Armee zusammengeschossen. Also da wird dann irgendwann, jetzt wenn ich ein junger 19-jähriger Sunnit bin, ist dann der nächste Schritt zum Islamischen Staat wahrscheinlich nicht mehr weit, denn alle anderen Optionen sind ja schon ausgeschöpft. Jetzt in Syrien sind die syrische Komponente im Islamischen Staat ist vergleichsweise klein. Deswegen denke ich, dass wenn man den Islamischen Staat aus Raqqa oder aus Syrien vertreiben könnte, dann hätte man da eben die kritische Masse an Menschen, die eben nicht so leben möchte. Syrien ist ein multiethnischer, multireligiöser Staat mit relativ viel Toleranz für die Andersartigkeit, weil es einfach die Normalität ist. Und relativ gebildet. Relativ gebildet, genau. Und auch ein vergleichsweise relativ hoher Lebensstandard. Deswegen Syrien ist für mich jetzt politisch weniger der Nährboden, den der Islamische Staat braucht. Schließlich, der Islamische Staat ist im Irak geboren und hat deswegen auch ein fundamental irakisches Gesicht. Wenn wir aber jetzt mal die Perspektive drehen und sagen, warum ist das, was dort passiert im Irak, in Syrien mit dem IS, offenbar von einer so hohen Attraktivität für junge Menschen? Dann gibt es Analysen darüber, dass viele sich in den europäischen Ländern abgehängt fühlen. Wir haben hier rund um Paris eine Banlieue, die Vorstädte von Paris, in denen man, wenn man dort wohnt und Mohammed heißt, keine Chance hat, in Frankreich
irgendwo in der Gesellschaft einen guten Job zu bekommen. Das ist in anderen Ländern nicht ganz anders in Europa. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist offenbar ja eine, die sich reinwaschen will von diesem westlichen Leben, von vielleicht kleinen Sünden, die man mal begangen hat, indem man sich nun ganz der scheinbar klaren Religion zuwendet. Was ist die Faszination für junge Menschen, sich dem anzuschließen? Also es gibt mehrere Elemente, die da zusammenkommen. Erstens gibt es die persönliche Dimension. Also man stellt fest, dass Leute, die anfällig sind für so Radikalisierung, jetzt abgesehen davon, dass sie ganz oft eben, wie Sie sagten, keinen Anschluss finden oder sich irgendwie verloren fühlen, durch eine Übergangsphase gehen. Also das kann sein nach einer Scheidung, Liebeskummer, Job verloren, Eltern sind gestorben. Es gibt meistens in dieser Biografie irgendein Ereignis, was dazu führt, dass irgendwas verloren wurde und dass eine Verlorenheit auch dasteht, dass man quasi nicht weiß, wohin die Reise als nächstes geht. Da hinein kommt dann mit wirklich sektenartiger Gewandtheit der Islamische Staat, der ganz gezielt solche Leute rekrutiert. Also sucht nach Menschen, die Richtung suchen. Warum ist das attraktiv? Weil plötzlich ist man überall in den Medien, also man gehört zu denen, die es geschafft haben, eine große Macht wesentlich zu verletzen. Es kommt uns vielleicht mittelalterlich vor, wie sie sich präsentieren, aber wenn sie sich die Fotos anschauen, meistens sieht man ja nur die attraktiven jungen Männer, die da auf dem Panzer sitzen oder auf dem Pickup und ihre Kalaschnikow in die Luft halten, und das ist so eine ganz fast verkommene Art von Männlichkeit, die da gefeiert wird. Das heißt, da ist auch irgendwas im Argen mit Autorität. Ganz oft sind es gebrochene Elternhäuser, Väter sind abwesend und so weiter. Geld spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Der Islamische Staat hat viel Geld, das heißt, diese Leute bekommen Gehalt, ganz einfach. Und dann als letzte Dimension, denke ich, es ist narzisstisch, aber es hat was damit zu tun, dass man will ja auch irgendwie was beitragen, man will ja auch irgendwie was gelten. Und dann macht man es eben auf so eine negative Art. Nichts davon soll das rechtfertigen, aber ich sage so, in der Verkettung von Umständen kommt es dann zu jemandem, der wie letzten Freitag diese Attentate verübt. Ich möchte vielleicht noch eins hinzufügen, und das ist, die meisten Attentäter waren ja angesiedelt in Belgien. Das heißt, es geht nicht nur um Frankreich. Ultimativ geht es um alle europäischen Staaten, die vergleichbare Probleme haben. Aber in Belgien insbesondere ist die muslimische oder vor allem maghrebinische Population quasi in Ghettos aufgewachsen, wo sie gar keinen Kontakt hatten mit der Gesellschaft, in der sie eigentlich leben. Und das ist immer gefährlich. Wir reden jetzt über Irak, über Syrien, wir reden über Europa, wir müssen über Nordafrika reden. Was hat der Frühling, der kein Frühling war, sondern eigentlich ein Herbst war, der arabische Herbst, eigentlich für einen Einfluss auf die Situation, die Lage, die wir jetzt im Augenblick haben? Da ist eine enorme Euphorie entstanden in vielen nordafrikanischen Ländern, nicht zuletzt in Libyen, in Algerien teilweise auch. Da ist aber eine wirkliche Demokratisierung mit Ausnahme von Tunesien eigentlich nicht vollzogen worden. Das ist eigentlich so ein klassischer Rückfall aus einer Revolution heraus in eine Konterrevolution. Welchen Einfluss haben die nordafrikanischen Länder, deren dramatische Einschätzung ja ist, dass sie zum Nährboden für noch viel mehr Terror werden können? Revolutionen sind ja immer eine ziemlich heftige Entladung von Erwartungen. Also da haben Staaten nicht das geliefert, was sie hätten liefern sollen. Also in Ägypten, in Tunesien und anderswo. Und das ist dann wie so ein Soufflé eingestürzt, nicht weil diese Erwartungen nicht gerechtfertigt waren, sondern weil diejenigen, die Erwartungen hatten, vor allem die jungen Menschen, nicht in der Lage waren, sich kollektiv zu organisieren, in politische Parteien sich zu verwandeln und quasi innerhalb des demokratischen Systems Wandel herzustellen. Das ist ja der große Trick bei der Demokratie. Es reicht ja nicht, wählen zu gehen. Wenn man wirklich was verändern will, dann macht man eine politische Partei und stellt sich zur Wahl. Bietet eine Alternative an quasi. Das ist jetzt in Ägypten, wie wir wissen, nicht geglückt. Das ist vielleicht das tragischste Beispiel. Und in Tunesien zum Großteil schon. Aber es gibt eben diese ganz interessante, radikale Komponente immer noch in Tunesien. Tunesien hat ja 3000 Kämpfer in Syrien, im Irak, beim Islamischen Staat.
Das ist wesentlich mehr, also fast so viel wie ganz Europa zusammen. Europa hat insgesamt ungefähr 5.000, also alle 28 Mitgliedstaaten zusammengenommen. Das heißt, wenn die zurückkehren nach Tunesien, so wie die Attentäter von Paris waren auch Rückkehrer aus Syrien, gibt es natürlich die Gefahr, dass sie versuchen werden, die Gesellschaft weiterhin zu polarisieren, damit das System wahrscheinlich am Ende komplett runtergebrochen werden kann. In Tunesien besteht diese Gefahr. Tunesien kann es schaffen, wenn die Gesellschaft, die gesellschaftlichen Gruppen, also damit meine ich jetzt die Zivilgesellschaft, diese Schocks absorbieren kann. In Algerien ist es Algerien ist sehr, sehr besorgt über die aktuelle Situation. Die Sicherheitskräfte sind die ganze Zeit an Präventionsarbeit leisten, gehen zu Familien, wo sie befürchten, dass die Söhne, die Töchter sich radikalisieren, ausreisen wollen, haben jetzt auch ein Ausreiseverbot implementiert für potenzielle IS-Kämpfer. Alle Grenzen von Algerien sind zu. Also da die politische Anspannung ist sehr, sehr groß. Für Algerien mache ich mir momentan weniger Sorgen als für Tunesien, einfach weil der algerische Sicherheitsapparat im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel dem irakischen schon Erfahrung hat mit solchen Situationen, vorarbeiten kann und vor allem auch schon diese traumatische Erfahrung der 90er Jahre gemacht hat mit dieser wahnsinnigen Gewalt, die da stattgefunden hat zwischen Islamisten und Nicht-Islamisten. Von daher, Tunesien bin ich bei Ihnen, Algerien noch nicht so sehr und Libyen ist eine andere, ganz andere Baustelle. Ganz andere Baustelle. Ja. Sie haben gerade den Begriff Gewalt nochmal erwähnt. Das, was wir an Gewalt erleben vom IS, vom sogenannten Islamischen Staat, ist eine brachiale, unglaubliche, mittelalterliche Gewalt. Warum ist das so? Warum geht es nicht um eine terroristische Gewalt, wie wir sie ja durchaus in ganz vielen Ländern erlebt haben und erleben, bei der man sehr geschickt und sehr logistisch versucht, bestimmte Ziele zu treffen, natürlich auch über Tötungen von Menschen, aber nicht in dieser brachialen und offensichtlich sehr brutalen Form? Gewalt ist ja auch eine Form von Sprache. Also man drückt damit etwas aus. Und diese Art von Gewalt, die man übrigens auch nicht nur beim Islamischen Staat, sondern zum Beispiel auch bei den Salafisten, bei den Terroristen in Algerien in den 90er Jahren beobachten konnte, da wurde auch viel geköpft zum Beispiel, hat die Funktion, eine Trennlinie herzustellen zwischen demjenigen, der diese Gewalt verübt, und dem Rest der Gesellschaft. Wir sind schockiert in Europa über die Gewalt, weil sie die Form der Gewalt, weil es nicht unsere Norm ist. Das heißt, wer auch immer diese Gewalt dann benutzt, will damit signalisieren, eure Normen möchte ich nicht haben. Das hat auf der psychologischen Ebene den Effekt, dass wer immer das tut, der Täter, kann nicht zurückkehren in unsere Reihen. Das heißt, der Islamische Staat nutzt es auch bei seinen Rekruten explizit, um zu verhindern, dass sie überhaupt eine Chance haben, hierher zurückzukommen. Aber die Botschaft, die für uns damit gesendet wird, ist, eure Normen und alles, wofür ihr steht, lehne ich ab. Und das ist im Endeffekt die Hauptbotschaft dahinter. Ist das ein Grund, wir haben es gerade zu Beginn der Sendung gesagt, dass man hier sozusagen in der angeblichen Stadt der Unzucht so etwas beginnt, vielleicht auch im Zweifelsfall immer wieder eine solche Argumentation findet, ihr seid verdorben. Ihr seid diejenigen, die keine Religion mehr haben. Ihr seid eigentlich verlorene Seelen. Ja, es ist eine Sektenrhetorik. Also ultimativ ist der Islamische Staat eine Sekte, eine sehr militante Sekte, aber er hat ungefähr so viele Mitglieder wie Scientology. Und die, was Sekten ultimativ immer tun, ist die Rhetorik für sich zu beanspruchen, dass sie die absolute Wahrheit gefunden haben, dass wer sich ihnen anschließt, das Heil finden wird. Der Islamische Staat sagt ja auch, dass bald die Apokalypse kommt, nämlich dann, wenn christliche Truppen in Syrien, also die muslimische Vorhersage ist, dass die Apokalypse kommt an einem bestimmten Moment in Syrien, wenn in Syrien bestimmte Ereignisse sich zutun. Also Syrien spielt eine große Rolle da. Und durch das apokalyptische Denken, wenn Sie an andere Sekten auch denken, das ist sehr, sehr weit verbreitet, dass man diese Botschaft sendet, ihr müsst zu unseren Seiten überlaufen, sonst seid ihr verloren. Und natürlich diese zwei Gesellschaftsmodelle, wir die Verdorbenen und sie die Reinen und so, das hat eine sehr typische Sektenhaltung von wir gegen den Rest der Welt. Genau, Ausgrenzung. Ja. Wenn wir aber jetzt diese Situation
analysiert haben, müssen wir uns ja fragen, wie man mit der Situation umgeht, was man tun kann. Jetzt gibt es, sagen wir mal, auf der Ebene derjenigen, die in den Vorstädten hier rund um Paris arbeiten, aber auch in Deutschland mit islamischen Jugendlichen arbeiten, den Versuch, diese zu stützen, ihnen Arbeit zu geben, ihnen ein Selbstverständnis zu geben, psychologisch zu helfen. Das wird nicht alleine reichen. Schauen wir uns mal Nahost, Mittelost an. Wir haben eine Allianz der jetzt an einem Punkt reagierenden, die lange gewartet haben, der USA, Russlands, Frankreichs, die jetzt plötzlich merken, wir haben möglicherweise das Problem unterschätzt. Wir haben gedacht, das sind so ein paar verwirrte Geister. Wir müssen aufpassen, dass die da nicht zu viel Unheil anstellen. Aber sie waren noch nicht in Europa präsent. Jetzt sind sie in Europa präsent. Jetzt reagieren die Großmächte. Abgesehen davon, dass das sicherlich zu spät ist, was können die überhaupt machen? Also erstens, jetzt ist die Attentat von Paris sind natürlich das jetzt das bekannteste oder das größte gewesen, aber es gab eine Reihe von Zwischenfällen schon vorher. Also es gab schon Indizien dafür, dass sowas passieren würde. Vielleicht nicht genau so, aber es gab das Attentat in Brüssel auf das Jüdische Museum, es gab den Versuch im Zug von Paris, von Brüssel nach Paris zuzuschlagen. Also wir wussten, dass es kommen würde. Ich glaube, was jetzt wichtig ist zu verstehen ist, nach dem Irak haben wir gedacht, also gerade in Deutschland, das passiert, wenn man sich zu sehr einmischt mit der Region, wenn man Truppen bis in die Länder schickt, dann hat man hier dieses Resultat. Jetzt in Syrien haben wir gar nichts gemacht, wir haben das Resultat trotzdem. Frankreich war ja zum Beispiel auch nicht Teil der Koalition 2003, wurde trotzdem aber jetzt letzte Woche geschlagen. Von daher, die Schlussfolgerung ist nicht, schickt man Truppen oder schickt man nicht Truppen? In dem einen Fall kreiert man ein Problem und im anderen Fall den anderen nicht. Das Problem ist da sowieso. Wir sind nämlich nicht diejenigen, die das Problem in erster Instanz kreiert haben. Wir sind vielleicht auch nicht die, die es in letzter Instanz lösen können. Was getan werden kann, ist erstens, ist es ein Autoritätsproblem da, wenn es um den Islam geht. Wer spricht für den Islam? Momentan gibt es sehr viele Stimmen, die es für sich beanspruchen, aber es ist nicht klar, wer. Das ist eine ganz klar innerislamische Debatte, die stattfinden muss, damit nicht 40.000 sich zusammentun können, sagen können, aber wir sprechen jetzt für diese Religion. Damit haben wir nichts zu tun. Das Zweite ist, Optionen anbieten für die also Jobs kreieren in der Region, aber auch hier für die, die tatsächlich Teil dieser Gesellschaft sein wollen. Die Region zum Beispiel hat schon seit Jahren, Jahrzehnten wirtschaftliche Probleme. Vor allem fehlt eine Kehrtwende von der jetzt klassischen Wirtschaft zu einer Innovations-, wissenschaftsgesellschaftsbasierten Wirtschaft. Das muss stattfinden. Wo wir da helfen können, ist mit Investitionen. Wenn Investitionen aus dem Ausland führen oft dazu, dass es Innovation, dass Innovation kreiert wird und Jobs geschaffen werden. Was jetzt unsere Männer oder Frauen in Deutschland oder in Europa betrifft. Da zeigt sich, dass je früher sie jemanden einfangen können von einer potenziellen Radikalisierung, desto besser. Wer da am wichtigsten ist, sind die Familien. In Frankreich gibt es seit schon geraumer Zeit eine Hotline. Da sitzen Tag und Nacht 5 Polizisten, wo die warten auf Anrufe von Müttern, Vätern, Freunden, Kollegen, die signalisieren, hier, ich mache mir Sorgen um den, der könnte sich radikalisieren. Das ist keine Denunzianten-Hotline. Es geht darum, dass man psychologisch Hilfe leistet, denen, die die Leute einfangen können. Und das ist tatsächlich die Familie. Das sind nämlich nicht Autoritäten, sondern das Netzwerk um die Person herum. Leider Gottes denke ich, dass je weiter jemand schon abgeglitten ist, desto schwieriger ist es, sie wieder zurückzuholen. Es ist im Endeffekt dann wie eine Sekte. Es wird sehr schwer für sie, sich zurück wieder einzugliedern, wenn sie aus Syrien wiederkommen. Vor allem, wenn sie massive Gewalttaten begangen haben. Da muss dann am Ende die Rechtsprechung, denke ich, einfach zugreifen. Aber wir haben ja lange erlebt, dass sich die Amerikaner aus der Nahostfrage mehr oder weniger zurückgezogen haben. Sie haben in Syrien über Präsident Obama erklärt, es gäbe eine rote Linie, die dürfe nicht überschritten werden. Als sie von Assad überschritten wurde, hat man nicht reagiert. Die Glaubwürdigkeit war dahin. Die war ohnehin dahin, weil man im Irak keine demokratische Ordnung zustande gebracht hatte. Jetzt hat plötzlich der russische Präsident eine große Rolle. Er greift in Syrien ein und er greift durchaus nach Gesprächen und Vereinbarungen mit dem Westen, mit den USA, mit Europa ein.
Könnte das eine Allianz sein, die tatsächlich so produktiv ist und so eindeutig ist, dass man in der Region zumindest eine einigermaßen Beruhigung herstellen kann, um dann auch den Terrorismus besser zu bekämpfen? Die Antwort ist wie immer ein entschiedenes Vielleicht. Also es gibt das Problem jetzt vorneweg bei Russland. Die russische Erfahrung mit solchen Situationen heißt Tschetschenien. Grozny ist von der UN erklärt worden als eine, als die zerstörteste Stadt der Welt, ist auch eine der gefährlichsten Städte der Welt, denn da gibt es eigentlich überhaupt keine sozialen oder sonstigen Institutionen mehr, die normal funktionieren. Ich hätte sehr große Sorgen, dass wenn man Moskau von der Leine lässt, sozusagen militärisch in Syrien, dass es da mehr Probleme gibt als irgendwas anderes. Ja, deswegen wäre die Allianz hier. Genau, und deswegen, da kommen wir als Europäer in eine, sagen wir mal, fast philosophische Situation. Denn für uns ist Militär eigentlich grundsätzlich was, was wir nicht so sehr gerne sehen als politische Option. Sowieso nicht, wenn es um Krieg geht, vielleicht nach einem Krieg, so wie in Bosnien. Aber eigentlich gehen wir nicht gerne in irgendwas rein, was am Kochen ist, sage ich jetzt mal. Und die Realität ist, dass, das hatte ich vorhin schon gesagt, es geht nicht darum, ob wir uns raushalten oder hineingehen. Die Option gibt es nicht. Die Frage ist, wie macht man es richtig? Und man kann es nämlich richtig machen. Mit einem Problem im Irak war, dass die Amerikaner mit viel zu wenigen Truppen reingegangen sind, mit einer Perspektive von 3 Jahren. Es muss ja nicht gleich alles sein wie in Deutschland 1945, aber wenn man das hochrechnet, verglichen mit der Bevölkerung, waren alliierte Truppen in Deutschland in wesentlich größerer Zahl da und mit einer ganz, ganz langen Perspektive. Wir wollen immer alles ganz schnell und ganz billig und am liebsten darf keiner von uns dabei sterben. Die Realität von internationaler Politik ist aber, dass es so nicht funktioniert. Wenn wir wirklich ein Ende wollen in Syrien und im Irak vom Islamischen Staat, dann müssen wir auch mit mehr Muskelkraft vorgehen. Man kann da mit Russland zusammenarbeiten, aber ich wäre da sehr vorsichtig insofern, als dass ich mir nicht wünschen würde, dass Russland uns quasi Konditionen auferlegt. Ihr müsst aber Assad behalten wollen, genau wie wir, dann helfen wir euch auch. Denn unsere Gleitlinie war immer, er muss gehen. Jetzt will ich Sie nicht fragen, sind Sie pessimistisch oder optimistisch? Dann werden Sie das auch wieder relativieren. Aber ist das eine Frage, die wir in einer überschaubaren Zeit in den Griff bekommen, was IS, was den Zerfall des Nahen und Mittleren Ostens anbetrifft? Oder wird das möglicherweise Jahrzehnte dauern? Naja, die meisten fundamentalen Veränderungen auf internationaler oder auch auf nationaler Ebene dauern normalerweise ein Jahrzehnt. Das kommt uns jetzt wahnsinnig lang vor, aber wenn man sich überlegt, menschliche Prozesse brauchen viel Zeit. Es wird auf jeden Fall erstmal instabil bleiben. Ich würde nicht sagen positiv oder negativ, aber ich würde sagen, diese Gelegenheit ist jetzt da, fundamentale Veränderungen vorzunehmen, die wir vor 10, 15 Jahren vielleicht nicht hatten, diese Gelegenheit. Wer da vor allem gefragt ist, sind die arabischen Entscheidungsträger selbst. Wir können helfen, aber wir sind nicht diejenigen, die Show bestimmen. Aber wir können durchaus mehr machen als das, was wir gemacht haben. Wir haben bei uns am Institut ein 3 Szenarien entwickelt für die Zukunft, der arabische Raum 2025, also in 10 Jahren. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, wenn arabische Staaten, also wenn jetzt alles ganz positiv laufen würde, wenn arabische Staaten mehr kooperieren, zum Beispiel auch wirtschaftlich, so eine Art EU auf ökonomischer Ebene herstellen würden, dann haben sie einen 8%igen Anstieg von der Wirtschaftsleistung, haben sie weniger Arbeitslosigkeit, dann haben sie auch weniger Menschen, die Gründe hätten, sich so einer Organisation wie dem Islamischen Staat anzuschließen. Das ist möglich. Ob das dann passiert, ist eine andere Frage, aber das Fenster, die Gelegenheit ist auf jeden Fall da. Laurence Gaub, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir haben jetzt die Gelegenheit, etwas zu tun und zu ändern. Jetzt sollte man sie wahrnehmen. Allerdings, Krise ist Entscheidung.